Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outlast. Das letzte Mal sind wir hier gelandet und jetzt. Und ab hier geht's auch weiter. Die Frage ist, wohin? Female Ward oder Male Ward? Okay, die Frage hat sich schon erledigt. Müllentsorgung heute. Was ist denn hier bloß noch passiert? Was zur Hölle war das? Wäre ja auch so schön gewesen. Hoffentlich springt mich jetzt hier nichts an oder so. Okay, das führt uns hier hin. Was, wo geht's nach links? Okay, ist abgesperrt. Ich hab so ein ganz, ganz blödes Gefühl, ich weiß aber nicht warum. Okay, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Ich wollte dich nicht stören, tut mir leid. Och ne. Ja, ich weiß, Batterie, du bist leer, ich weiß es schon. Bin echt nicht hoch. Ey. Ich habe so ein ganz unschönes Gefühl. Bist du tot? Oh, springst du mich wieder an.
Okay, er sieht ja tot aus. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich mache es jetzt einmal nur nach Gefühl. Gibt's nur einen Weg weiter? Er speichert hier schon mal. Das bedeutet nichts Gutes. Ich gehe mal lieber dahin, wo es schon ein bisschen heller ist. So, die Tendenz geht stark Richtung einer Batterie. Oh Gott, bin ich nervös, ne? Ist der Hammer. Okay, letzte Batterie. Wer oder was ist hier? Ne. Das ist nicht das, was ich gehört habe, oder? Wo doch? Ich höre irgendwo Ketten. Das heißt, der Fette mit den Ketten ist auch hier. Wo ist der? Was? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Also. Wieso war der denn plötzlich hinter mir? Okay, wie viel Batterien haben wir jetzt? Okay, noch zwei. Ich verstehe das nicht. Okay, von da sind wir gekommen. Ich muss mal wissen, wo es hier weitergeht. Oh, ich höre ihn schon wieder. Ich höre nicht drüber, weil du mich verarscht. Ich sehe ihn doch nicht mal, wo ist er denn? Lass mal ein bisschen hier zurückgehen. Ach, da ist noch eine zweite Abteilung, okay, verstehe. Ey, von wo? Ich sehe doch nichts. Diese Nacht, ich hilf mir doch überhaupt nicht mehr weiter. Gehen wir jetzt mal hier komplett außen rum. Ich weiß nicht, ob das falsch ist. Ich sehe auch seine Augen nicht. Ich sehe gar nichts.
Da ist doch irgendwas. Lass einfach mal hier reingehen. Lauf mal! Da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter. Jackpot, 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 Jackpot! Nein, das Gute! Nein, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Es ist doch ein Witz, ey, sorry! Ja, ich weiß, auch weg! Ja, das war's. Ja, das ist doch ein Witz, ey. Hätte ich so X-Taste drücken müssen, oder was? Ach, Mann. Immer wenn ich so angespannt bin, geht's in den Bach runter. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Nein. Noch nicht. Achso, ich muss hier durch, okay. Ich glaube, ich hätte springen müssen. Das habe ich jetzt verplant. Aber es ist doch schon wieder falsch, was ich hier mache. Das ist schon völliger Blödsinn. Ich sehe hier so verdammt wenig. So komplett außenrum. Und dann jetzt geradeaus durchziehen. Nein, der hat mich, der hat mich! Lauf mal! Lauf mal! Ah, Booyah-Shaka! Du willst mir nichts zu tun, oder? Gehen wir jetzt mal hier mal sehen, was gibt es hier Schönes. Hier erstmal so ein Speicherpunkt, das war jetzt echt nice. Nein. Was? Geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Wo muss ich gehen? Wo muss ich gehen? Wo muss ich gehen? Das ist falscher Weg, falscher Weg, falscher Weg. Ey, ich verstehe gar nicht mehr, wo ich hin muss. Super, das ist der falsche Weg. Mailwort, das kann ja nur der richtige Weg sein. So, hier sind wir wieder hier. Speicherpunkt, Halleluja. Danke dir. Ich bräuchte Batterie.
Oh mein Gott. Okay, nice, mal ist das Notiz wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, vor dem Priester gesprochen hat? Von dem der Priester gesprochen hat. Sorry. Mea culpa. Gespeichert, oh Gott. Erlebt bzw. erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Okay, no way out. Okay, es gibt wohl keine andere Wahl, als herauszufinden, was das war. Ich hätte gerne einen weiteren Speicherpunkt. Die Tür lassen wir auf für alle Fälle. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auch nicht auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mich beruhigen soll oder auch nicht. Zu lebendig, zu lebendig, zu lebendig. Darf nicht schlafen, Wernicke wartet dort auf mich. Thank you.
Achso, doch, Krankenbericht. Dieser Patient ist leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin auch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Ich frage mich nur, wie er das geschafft hat. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war bisher noch nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Okay. Also, er hat das Personal um 80 Leute reduziert. Aber wenn ich mir so das hier so ansehe, weiß ich auch, wie er das geschafft hat. Okay, versuchen wir es mal. Ich weiß, was auf mich zukommen wird. Ich will, glaube ich, richtig laufen müssen. Mit nur einer Batterie. Warte mal. Ich habe echt keine andere Batterie mehr, wollte mich verarschen jetzt. Aber mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach einer Batterie. Na, ganz ruhig. Hier sehe ich rein gar nichts richtig. Gut. Zwei Batterien. Ich darf nur nicht vergessen zu rennen mit L1. Oh, falsch. Oh Mann, Doktor. So, reicht doch. Was? Was? Mach!
Und da kommen die auch. Fuck. Nachtsicht. Ah, fuck. Ich hab verkackt, ich hab verkackt, ich hab richtig verkackt. Was? Von wo kann ich jetzt so verschieben? Ach, von der Seite. Ach, von der Seite, okay. Ja, okay. Ich weiß es jetzt. Von der Seite, dann weg. Okay. I got it. Okay, das Ganze mal von vorne. Zweimal von der falschen Seite gedrückt. Ich verstehe. Fleisch, 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 aber das ist nicht meins. No, mach mal! Was? Reicht es immer noch nicht? Darf doch nicht wahr sein, ich krieg die Tür nicht auf. Dann soll ich auch sehen, ob ich das nicht stoppen kann. Mann, ey! Ich hab doch durchgedrückt, wie soll ich, wie lange soll ich denn noch drücken? Reicht das jetzt? Oh, geh doch mal, ich krieg dich rüber, Mann! Ey, ich komm echt drüber, ich komm echt nicht drüber! Oh Gott sei Dank! Oh! Ups, falsch! Falsch! Doch, da, nein! Oh Mann, wo muss ich denn wieder hier hin, ey? Ach, darüber! Ah, ist vorbei. Ich hab das schon gesehen. Okay, Jungs, ich ziehe hier einen Cut. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!